So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Heute hat sich bei den Indizes nicht viel getan. Deswegen wird es heute eine kurze Aufzeichnung geben. Schauen wir erstmal an, was zuletzt noch mit der Biotest passiert ist. Die ist dann tatsächlich wieder auf Schlusskursbasis. Ist, wie gesagt, ist auch ein sehr marktenger Wert. Ist wieder zurückgefallen und somit wieder eher neutral einzustufen. Allerdings sieht man hier die Seitwärtsbewegung. Wenn hier ein Ausbruch nach oben erfolgen sollte, dürfte es dynamisch gehen, aber hier spricht noch der EMA 200 oder beziehungsweise der EMA 200 hat hier noch was dagegen. Sonst hier an der Unterkante des Rainbows ist wie im Text geschrieben, schon Vorsicht mit Long-Positionen und darunter würde man ausgestoppt werden. Bei Gold konnte nicht die zweite Aufwärtsbewegung einläuten. Hier liegt noch über der Stoppmarke, allerdings dürfte die im späteren bzw. im Nachthandel wahrscheinlich gerissen werden. Hier wird jetzt mehr auf natürlich, das waren jetzt viele antizyklische Setups hier bei Gold. Jetzt wird hier auf 2-Stunden-Basis ein neutrales Signal abgewartet und auf Stundenbasis dann ein Kaufsignal. Davon sind wir weit entfernt. Was auf jeden Fall auch recht interessant sind, habe ich eine größere Analyse geschrieben, sind die asiatischen Märkte, allen voran eben hier der Nikkei, diese Marke. Man kann hier unten auch schon bei 17.500 mal den Alarm setzen und ab einen Schlusskurs oder auch direkt, eher aber einen Schlusskurs darüber, über 17.600 Punkte, sollte ein Kurspotenzial haben von mindestens 1.000 Punkten. Beim Hang Seng Index kann man theoretisch direkt mit kleinen Positionen rein oder eben noch abwarten, dass die 21.000er Marke gebrochen wird und ein Schlusskurs hier über 21.500 wäre auch hier ein Kaufsignal. Dann kommen wir noch zu den neueren Aktien-Setups. Wer noch bei SAP investiert ist, kann sich freuen. Die BASF, kleine Rücksätze oder direkt hoch. Da ist wirklich der Stoppkurs eben auch zu beachten. Eine Linde ist jetzt hier direkt ein bisschen heute nach oben gestartet. Hier darf es ein Stück nach unten gehen, Richtung 44,80, 44,70. Und eine ThyssenKrupp, hier wäre schön nochmal ein kleiner Rücklauf, vielleicht auch, obwohl hier eigentlich das Gap geschlossen ist, also nur noch ein kleiner Rücklauf Richtung 19,10 und dann mit Stopp, der etwa über einem Dollar tiefer liegt. Allerdings sind auch hier dann die Kursziele deutlich über einem Euro, also hier sind bis zu 4 Euro vielleicht sogar möglich. Fresenius darf entweder direkt oder noch über einen kleinen Umweg weiter bis zu 70 Euro ansteigen. Dann haben wir das hier durch und noch die von letzter Woche. Eine Daimler hat hier ein schönes Stop-Buy-Szenario hingelegt und direkt dann in den Zielbereich. Hier ist das Kauflimit ausgeführt worden. Trillisch darf hier theoretisch fast gar nicht mehr unter das letzte Low fallen. Bislang bleibt es noch hier, aber solange hier ein Ausbruch oder ein Heranlaufen an den EMA 200 passiert, darf der Stopp versetzt werden. Eine ATVA zieht heute jetzt endlich durch. Erstes Kursziel erreicht. Da darf man gespannt sein. Die Chinko Solar hat hier am Freitag noch eine böse
Volatilitätskerze hingelegt. Mal schauen, wo sich der Wert noch hinbewegt. Zu Dialog, da ist das Kaufen mit leider nicht. Wer investiert ist, kann sich freuen. Und hier hatte ich aber im Prinzip das, oder nicht im Prinzip, habe ich hier die Xing von meiner Watchliste eigentlich gelöscht. Und ja, mal schauen, ob sich dann doch das noch hier so entwickelt, aber hier fand ich es nicht prickelnd. Jetzt ist es auf, ja, der Kurs wäre noch nicht arg weit weggelaufen. Kann man sich wirklich noch überlegen, reinzugehen und den Stopp aber auch hier ein Stück nach oben versetzen, 2-3 Dollar, 2-3 Euro. Und dann kann man das sicherlich auch traden. Neverbio, ja, knapp ist die Setup noch aktiv, ist eher auf Schlusskursbasis. Allerdings soll hier definitiv eigentlich kein neues Low passieren. Kommt hier dann doch eine Umkehrkerze und ein Schlusskurs über 5,76 zustande. Dann wird der Stopp direkt auf das Tief dann gesetzt, ohne Schlusskursbasis, also auf Tagesschlussbasis. Das war's. Sind einige Setups dabei oder für ein paar, die natürlich aufgegangen sind. Ein paar laufen noch. Ein paar ist man nicht reingekommen. Da passt es einigermaßen. Allerdings bei Gold, da muss diese Woche definitiv noch ein Erfolgstrade her. Sonst ist man da im Minus. So, danke fürs Zuhören und bis morgen.